Ich laufe direkt auf den dazu. Ach, da drüben ist er. Okay, ist ja gut. Ich schwimm ja schon. Ich sollte mal warten, bis mein Mana sich wieder ein bisschen regeneriert. Diese ganzen verschiedenen leuchtenden Kreise machen mich nicht noch ganz kirre. Wie schön sie schwimmt mit ihren brennenden Armen. So, es sollte vom Mana reichen, sollte man meinen. Und jetzt gibt's hier derbe Chakram-Action. Wenn ich mehr auf Verteidigungszauber und konstant bleibende Zauber setze, dann, hallo Merok. Wenn du W drückst, kannst du inzwischen ausweichen, um sie zu blocken. Ja, ich weiß, das kann ich machen, das ist toll. Ich muss aber auch nicht immer allem ausweichen. Ich kann auch einfach voll auf derben Direktangriff gehen. Yay! Drei kleine Ettin-Schamanen. Was muss ich auf zwei reimen? Zwei Gaunerei, genau. Drei kleine Ettin-Schamanen verfielen der Gaunerei. Da kam die kleine Juna an, da waren's nur noch zwei. Easy see me rollen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr rollen. Nach da unten. Muss denn auch hier rüber? Ach, das sieht gut aus. Also auf jeden Fall kann ich hier schon mal wieder töten. Schuppdiwuppdidu, bam, bam. Aua, aua. Bruder Ettin, Bruder Ettin. Bruder Ettin, Bruder Ettin, lebst du noch? Lebst du noch? Siehst du nicht die Juna? Siehst du nicht die Juna? Ding, dang, tot. Leinenkutte, Linsen, Schrott, Müll. Ach, dann gehen wir erstmal hier. Ach, ein singendes, klingendes Schwein, Steinchen. Lord Farara, Geliebter des Sommers. Doch mehr noch, geliebter Lunas. Sein Opfer so unerwartet und doch so trefflich. Sich selbst zu opfern, damit sie überlebt. Sein Zyklus ist beendet. Und so trauern die Maiden um den besten aller Liebhaber, den größten aller Helden. Ja, sollen sie ruhig. Nicht mein Problem. Die Feien, ne? Gar nicht gedacht, dass es so ein Körperkultursland ist. Also so auf, ne? Ihr wisst schon, so Liebe und so. Hey! Hundi! Ah, Joita! Ja, vergiss nicht, dass du Abrechnungsmodus hast. Bitte. Ist ja gut. Was wird denn für ein Vetter hier? Tja, war richtig Akku geladen. Bam, bam. Bam, bam. Der Hund geht mir jetzt drauf. Und tschüss. Da geht es schön. Dupdiwupdiwup. Schabdiwupdiwup. Ich hätte ja auch mit Schnellreise hinreisen können, deswegen war es eigentlich total sinnlos, dass ich das gemacht habe. Da ist auch immer noch die Quest. Da wollte ich ja immer noch hin, ne? Das ist ja so ein nächster Questteil, wo ich unbedingt noch hin wollte. Oh. Was ist denn da noch von der Quest her? Ich weiß es gar nicht. Ha. Ha, hi. Sterndistel. Ich sag Sterndistelchen. Zack. Es ist Ansehen. Ist aber nicht sehr ansehnlich. So, gehen Sie mal weg, Hansa. Nee, ich mag sie nicht. Scheiß aufs Mana. Ich hau drauf, Mann. So, Wolf. Und du, was willst du noch? Ah, da ist er dann doch down gegangen. Und viel Gold gab's hier. Und noch ein Schatztrüdelchen. Mal gucken, was da drinnen ist. Vielleicht was Besonderes. Und erstmal wieder aufschließen. Lalalala, toll, gleich kaputt gemacht. Gehen wir mal in die Richtung. Ganz langsam. Leinenkutte. So. Zwei kleine Ettin-Schamanen, die dachten, die Juna wäre keins. Doch dann kam sie mit dem Schwert und dann war es nur noch eins. Ich weiß, dass es total nicht sich reimt, aber ich dachte, ich singe das mal. Was ist denn da noch für eine Quest? Mit König Wenzen reden. Ach, ich wollte ja noch mit König Wenzen reden. Mache ich, nachdem ich die Ettins geettint habe, ne? Ich kann ja da hinlaufen. Von da aus. Ach, guck mal, ich habe Glitzer übersehen. Wie konnte ich Glitzer übersehen?
Das ist ja unverzeihlich. Nein, war ich Blasphemie? So ein ganz schönes Stück Weg, aber einfach hinrennen. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Ja, sie ist ein leuchtendes Kügelchen mit glühenden Armen. Das Spiel steckt voller Magie. Und wer jetzt nicht weiß, was ich damit gemeint habe, der hat nicht alle Parts geguckt und den witzigsten, lustigsten verpasst. Ich fühle mich heute so magisch. Hey, da sind ja noch mehr Fette. Ach, da kann ich gar nicht lang. Hier. Hallo, ich bin's, Hannibal. Eins. Oh, das wollte ich einfach hier nicht so machen. Na gut. Chakramangriff. Du. Hallo, Sul. Sul. Spielst du auch gern Sims? Ja. Lalala, mitten in die Beine rein. Und das war's dann wohl. Edler Schrott. Was du noch dabei? Gold und Schrott. So, jetzt muss ich einmal. Ich kann. Ich muss erst das Oratorium zu Fuß erreichen, um da hinzukommen. Ich war doch nah genug, nicht nah genug dran. Dann renne ich da erstmal hin, kann ich nämlich jetzt Schnellreiseception machen. Lauf, Juna, lauf, Juna, lauf, lauf, lauf. Lauf, Juna, lauf, Juna, lauf, 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 Juna, lauf, Juna, lauf, Juna, lauf, lauf, lauf. Juna, lauf, oh, Juna, lauf. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Lager, wo man dann zu den Links. Ne, ihr wisst schon, kommt. War nicht meine Bezeichnung dran. Hier war doch irgendwas. Trübe Eisscherbe. Schön. Habe ich mir immer gewünscht. Oh, eine trübe Eisscherbe. Mami, danke schön, dass du mir die zu Weihnachten geschenkt hast. Ah, das Rennen ist des Jonas Lust. Das Rennen ist des Jonas Lust. Des Jonas Lust. Das muss ne komische Juna sein, der niemals fiel das Rennen ein. Der niemals fiel das Rennen ein. So, hallo Schnellreise, hallo zurück zur Schildringsfeste. Wie die immer noch ihre Waffen dann einpacken müssen, ne? Die, als würden sie erwarten, dass wenn dort jemand plötzlich auftaucht, sie erstmal töten will. Dom, dom. Wir werden gut bezahlt, aber die Arbeit ist... Hallo. Es gibt wirklich keinen Grund, hier herumzustehen und zu... Wenn gaffen. Du das noch einmal sagst, ne? Dann, ich, weißt du, was mit den Typen passiert ist, als ich klein genannt wurde, wiederholt? Hm? Hast du eine Ahnung, was mit denen passiert ist, ja? Sie sind tot? Sie alle? Ja, genau! Was? Nun, ach nee, darum ging's nicht. Da habt ihr zweifelsohne Herausragendes geleistet. Ach so, die Trolle, klar. Ihr habt euch eure Bezahlung verdient. Gib und mir noch Geld. Einiges mehr. Na dann, fort mit euch. Ja, du mich auch. Ehrlich mal. Money, 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 it's so funny in the rich man's world. Na, dann gehen wir doch jetzt mal zum Oratorium der Paladin. Schwimmen. Und tun das mit König Wenzen doch auch gleich mal. Rat hier wollte ich auch nochmal machen. Alte Freunde, neue Feinde. Mit König Wenzen reden. Das wollte ich gar nicht ausblenden. Wollte ich verfolgen. Ah, nach Adorat, da muss ich dann auch noch hin. Die an Wächterbrücke melden. Ich habe aber jetzt aber gerade keinen Bock, irgendeine Straße zu patrouillieren. Ich gehe jetzt da rein. Hallo. Oratorium der Balladen, jetzt die Ring der Balladen geöffnet. Oh, ist das schön da drin. Ich mache mal hier gerade meinen ganzen Glitzerkram aus. Sieht ja nicht schön aus. Hallo. 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 Voll genervt, so beim Meditieren kommt so jemand so, hallo. Aber den muss jetzt stören. Seid ihr König Wenzen? Ihr seht aber nicht gerade sehr königlich aus. Hallo, ich bin Juna. Als mir Hallam erzählte, dass eine Sterbliche den freien Sitz eingenommen hat, wollte ich ihm nicht glauben. Doch hier steht ihr nun vor mir. Wahrlich beeindruckend. Aha. Es ist schade um Sagrell. Er war ein großer Held. Aber wir haben keine Zeit, ihm zu Ehren das Mal des Königs zu erheben. In der bevorstehenden Schlacht brauchen wir jede Hand, die fähig ist, ein Schwert zu führen. Schlacht? Wir sind hier, um Sir Ferrara zu helfen, unserem Bruder im Hof der Zauber. Es ist Zeit für seine Erzählung der Ballade von Blutgebein. Ballade von Blutgebein? Was? Es ist eine Ballade, die von Besessenheit und Opfern erzählt. Eine der ältesten des Hofes des Sommers. Blutgebein war nicht immer ein Schrecken. Oh nein.
Einst wurde er Famor genannt und war ein Berater Ysas persönlich. Leider wurde er von Begierden getrieben und von dem Bedürfnis, alles zu besitzen, wonach er sich sehnte. So entführte er Lord Ysas Geliebte und floh mit ihr in seine Höhle, nach Uduat. Als das Mädchen gerettet wurde, verfluchte Ysa Famor. Er konnte nicht sterben und seine Seele würde niemals in den großen Kreislauf eingehen. So wurde er zu einer Abscheulichkeit, die man nur als Blutgebein kennt. Seitdem erhebt sich Blutgebein alle paar Zyklen und entführt eine junge Schönheit, um sie zu seiner Braut zu machen. Zumindest war das so, bis er sich Ser Ferraras Geliebte aussuchte. Oh, das tut mir leid. Und wo ist Ser Ferrara? Ferrara hat sich auf die Jagd nach seinem Erzfeind gemacht. Blutgebein hat sich wieder erhoben, fest entschlossen, ein Mädchen zu entführen, um sie zu seiner Geliebten zu machen. So heißt es in seinem Lied. Oh, oh. Nach der Schlacht werdet ihr Ferrara wiederbeleben müssen. Ich kann nur hoffen, dass euch Halam nicht unvorbereitet auf diese Mission geschickt hat. Sucht Ferrara auf und beeilt euch. Wenn die Aufgabe erledigt ist, werde ich euch beim Haus der Balladen im Norden erwarten. Seid vorsichtig, Sagrel. Ich heiße nicht ist ja auch egal. Okay, ich erinnere mich an die Quest, wie wir jahrelang wichtige Quests vernachlässigt haben. Ade. Viel Glück. Dankeschön. Gut. Dann werden wir uns jetzt also mal aufmachen, hier drüben in Uduat dafür zu sorgen. Was ist denn hier denn Schönes? Ich kann ja Sachen plündern. Ich werde aber auch nicht erkannt dabei. Gut. Kein Problem. Klaue ich ein paar Sachen. Stamm. Huch, hast mich gar nicht gesehen. Gut, klaue ich ein paar Sachen. Ja, schön. Ja, es war schon da weg. Also das war nie da drin. Gut, wieder zurück in Ettenmeer. Und dann können wir doch hoffentlich per Schnellreise dorthin. Ja, nach Uduat. Oh. Direkt in den Boggart-Hinterhalt. Na, das ist aber hinterhältig. Autsch. Hier, da zeige ich dir, was passiert, wenn man mich in den Hinterhalt lockt. Auf nach Uduat in den Gehörgang des Baumes. Ich erinnere mich an diesen Ort. Gebietskarte. Da drüben ist schon Sir... Ah, da muss ich Ser Ferrara finden. Okay. Zack und zack. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir geschützt und aggressiv sind. Seidenschuhe und Schrott. Und was glitzert hier denn so wunderhübsch? Keine Reagenzien gefunden. Ja, du mich auch. Und hier? Edelweiß. Welch Wunder. Oh, hier wird richtig übelst gekämpft hier. Nee, da komme ich aber noch und hab mit Mörtchen mitzureden. Das sehe ich nicht ein. Ist der jetzt tot? Ja. Ausgezeichnet. Eine Sterbliche? Ist das Vincents Vorstellung von Humor? Nun ja, ihr seht einigermaßen zäh aus. Ey. Ich schätze, ihr werdet die Legende von Blutgebein nicht allzu sehr beeinträchtigen. Und dennoch bin ich neugierig, wie ihr mich Hallams Meinung nach vom Rande des großen Kreislaufs zurückholen sollt. Aber das ist wohl sein Problem und nicht das meine. Und was sollen wir jetzt tun? Lasst mich ehrlich zu euch sein, Staubling. Ey! Ich habe noch nie erlebt, dass sich Blutgebein so unberechenbar verhalten hätte. Er kümmert sich nicht im geringsten um die Geschichte, als würde er einen anderen Ausgang anstreben. Anstatt ein sterbliches Mädchen zu entführen, hat er sich diesmal ein ganzes Lager geschnappt. Männer, Frauen und Kinder. Das ist Wahnsinn. Und keinesfalls Teil der Geschichte. Und dabei dachte ich, schlimmer könnte diese Ballade angesichts meines bevorstehenden Ablebens nicht mehr werden. Aber gut, bringen wir es einfach hinter uns, ja? Vorwärts! Ja, wisst ihr, ich habe so das Talent, das Schicksal anderer Personen extrem zu beeinflussen. Von daher würde ich sagen, wir könnten überall sein. Könnte sein, dass ich da ein bisschen negativen Einfluss ausübe. Die andere Sache ist, wieder müssen wir dann dahin? Kann man das aufmachen? Tatsächlich. Lasst mich aus diesem Loch raus! Hab ich doch schon, Paniker. Kann sein, dass ich diesen ganzen Krempel hier ganz schön beeinflusse. Aber das müssen wir ihm ja nicht erzählen. Das glaubt er uns ja sowieso nicht. Vielleicht stirbt er deswegen gar nicht und wundert sich dann ganz plötzlich. Wäre lustig. Aber was ist denn hier mit denen los? Na, was habt ihr?
Eure Tage? Sieht so aus. Total sehr aggressiv, die Viecher. Dupdi-dupdi-du. Aua. Die auch ausweichen können, ne? Wie die auch einfach nur mich angreifen, nicht den blöden Feind da. Greif den Feind an, los! Yay, ich hab mich in die Welt geglitscht. Ups, jetzt nicht mehr. Schöner Bug. Schön. Sehr schön. Gefällt mir. Daumen hoch. So, mein Gold. Noch das hier holen. Reichflocken. Dann da drüben irgendwelche Leute befreien. Aber vorher noch Edelweiß pflücken. Die entführten Sterblichen Klappe. Sind schon seit Tagen hier. Zurück ja. An die Arbeit. Hallo, du standst doch im Weg und hast dich ansprechen lassen. Lasst mich aus diesem Loch raus. Nee, weißt du, ich schließe dich jetzt einfach wieder ein. Talisman, meins, meins, meins. Da drüben, ich vermute, dass da lieber meine Wichtelfreunde sind. Auch die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Die süßen kleinen Wichtelchen. Oh, die süßen kleinen Wichtelchen. Die aggressiven kleinen Wichtelchen. Ey, ey.